Hey und Gute und viele Grüße aus Schweden extra für dich. Wir haben heute den ganzen Morgen an dich gedacht und haben gesagt, jetzt wo wir Sascha Schwenkmann nach vorne auf der Fahrt sind, Richtung Stockholm. Stockholm, woran denken wir? Stockholm, schöne Menschen, haben wir an dich gedacht. Viele, viele Grüße aus Schweden und alles Gute wünscht dir der Christian. Ist so. Ja, ich hoffe, mit deiner Geschlechtskrankheit, das hat sich schon wieder alles mittlerweile so ein bisschen beruhigt. Und ja, wir haben dich hier wirklich sehr vermisst. Apropos Geschlechtskrankheit. Alles Gute für dich und hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder, wer auch immer du bist. Genau, apropos Geschlechtskrankheit, wir bringen dir auch was Schönes mit aus Schweden. Und zwar einen schönen Blumenkohl, den kannst du dann auf die Ablage legen. Nee, Spaß beiseite. Wir haben uns echt Gedanken gemacht, was können wir dir mitbringen. Und wir hatten eine richtig geile Idee, haben uns aber dann doch für was anderes entschieden. Und deshalb kriegst du nix. Außer dieses Video. Aber das kannst du sofort in die Tonne kloppen, ist überhaupt kein Problem. Ja, und auch von mir schöne Grüße. Ich weiß ja, an wen dieses Video geht. Die anderen wussten es vorher nicht. Das ist das Spiel. An wen schicke ich dieses Video? Mal gucken, ob ich mich zum Horst mache. So heißt das hier. Und ich sage, schöne Grüße, liebe Tanja. Schatz, ich hab dich lieb. Ich wusste, dass es an dich geht. Es war alles nur Spaß. Ja, da komme ich aber noch gut weg. Das weiß ich echt. Bujan hat ein bisschen viel erzählt von dir. Macht ja nichts. Bleibt ja unter uns. Hallo, hallo, hallo. Hier ist fast wieder die Rolltreppe runtergefallen. Schoki Banoki on Tour in Stockholm wieder zurück hier. Im edelsten Parkhaus Stockholms. Vierten wie 15 Minuten 300 Euro. Ja. Vierter Tag heute in Schweden und auch unser letzter. Heute werden wir von nach Hause fliegen, aber wir machen noch einen Tag in Stockholm. Ich muss von meiner Rente verabschieden. Ja. Ich glaube, genau. Was machen wir eigentlich? Da hinten sind Toiletten. Oh ja. Ach, wir wollen zu den Toiletten. Ich dachte gerade, wo eiern wir eigentlich rum? Ja. Nee, in den Toiletten dann nicht. Ich melde mich dann, glaube ich, draußen wieder. Wir mussten jetzt mit dem Auto wieder aus dem Parkhaus rausfahren, weil das Parkhaus ungefähr 4 Millionen Euro gekostet hätte pro Stunde. Wir sind im teuersten Parkhaus von Stockholm gelandet. Ja. Und das war... Goldene Toiletten. Das war für das Budget von Shoki Banoki nicht erschwinglich. Christian, was da, wie war es bei dir auf der Toilette? Also es war ein Genuss. Vergoldete Wasserhähne, alles sauber, alles ordentlich, aber sehr teuer. Sauber und ordentlich bist du nicht gewohnt? Nee, kenne ich nicht. Nee, ist ja Käse, ne? Wir sind jetzt auf dem Weg zu irgendeinem Parkplatz. Und dann sehen wir mal, was der Tag noch so bringt. Wahrscheinlich werden wir gleich dann irgendwie zum Flughafen müssen. Ja. Aber wir haben nochmal Stockholm gesehen, ist ja ganz schön. Ja, super. Ja. Nachdem wir jetzt eine Dreiviertelstunde durch die Gegend gefahren sind, um ein Parkhaus zu finden, haben wir es dann doch geschafft, in Stockholm irgendwo auszusteigen. Aber wir haben jetzt nur noch eine Viertelstunde Zeit, um dann wieder zum Flughafen zu fahren. Mann. Das ist mein Trick, so kurz im Parkhaus bleiben, dass du nichts zahlst, dass du mit der gleichen Karte sofort wieder raus kannst. Hat man hat. Ja. Das ist der Trick. Das ist ach, der Schotte in mir. Hallo. Da ist ja der Kleine. Hallo, ich bin auch hier. Ja, schön. Ja. Was machen wir jetzt? Innenviertel von Stockholm. Gehen wir so einen Kaffee trinken irgendwo oder was? Auch schnell? Oder was? Also, ich könnte auch langsam was zu Mittag essen. Oh, ja. Schon 5 nach 1. Ja. Dann gehen wir doch zum Mittagessen. Mahlzeit! Hallo, hallo, hallo! Das ist ein Zeug. Hier ist wieder Shoki Banoki mit einer neuen Folge On the Road! On the Herzinfarkt! Ja, wir sind heute wieder hier im Auto unterwegs und ich habe ein Thema mitgebracht. Okay, auch rein. Das Thema lautet, oh, das muss ich ablesen, wenn ich jetzt mein Handy abgespielt gerade mal, warte mal. Das Thema ist Sätze, die man nicht kurz vor dem Männerurlaub am Telefon sagen sollte, wenn die Frau in der Nähe ist. Mhm. Ja. Okay. Die 10 besten Sätze, die uns eingefallen sind im Vorfeld, die wir uns so zugeworfen haben, ich habe sie gesammelt. Also, okay. Nummer 10. Kondome habe ich doch längst eingepackt. Okay. Der Klassiker. Ja. Der kam von mir. Nummer 9.
Wenn die Kleine hässlich war, will ich am nächsten Tag davon nichts wissen. Das ist wichtig. Er kam vom Markt. Ja. Nee, Quatsch. Kam von mir. Ist egal. Von Bujan kam. Nummer 8. Ja? Das merkt ihr doch eh nie. Ja. Okay. Nummer 7. Nummer 7, warte mal. Achso, ja, genau. Von Koks bleibt man schlank. Ja. Nummer 6. Wenn du es dir in den Penis spritzt, dann wirkt es viel besser. Wir brauchen nicht das sagen, von wem das kam. Ja, 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 ja. Wo waren wir jetzt? Nummer 6, ne? Ja. 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 Warte mal. Jetzt gucken wir mal. Müssen wir das jetzt so raushauen? Nummer 5. Was kommt Nummer 5? Was, wo war ich denn geblieben? Nummer 5. Ja. Was heißt auf Schwedisch nochmal, darf ich dir den Stuhl nach hinten schieben? Von wem kam das? Ach, ist egal. Ist egal. Okay. Ja. Nummer 4. Hübsch ist mir scheißegal. Der ist auf Nummer 4? Ja, der ist auf Nummer 4. Das war ein klarer. Nee, Nummer 3. Nummer 3, okay. Ach, scheiß auf Alimente. War nicht schlecht. Ja. Nummer 2 ist, kam von Bujan, die sind aber ihr Geld wert. Und die Nummer 1. Jetzt kommt. Absolute Nummer 1, kam von Bujan. Alt und fett kann ich auch zu Hause haben. Ja, das waren die 10 besten Sätze, die man nicht sagen sollte, kurz bevor man in Männerurlaub fährt und die Frau hört zu am Telefon. Das war Schoki Banoki on the road. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Gute. Du hast so viel erzählt jetzt gerade. Also Hammer. Ich musste so lachen. Tante. Ja. Nein, schon erzählt. Tschö. So, jetzt sind wir schon wieder am Flughafen. War schön in Göteborg. War schön, ja. In Göteborg, genau. Ja, wir sind am Flughafen und müssen gleich in einer Stunde oder zwei Minuten Boarding. Boarding und den ganzen Käse. Ja, ja, ich bin mal gespannt. Kleines Fazit von dir, Bujan? Der Käse hier ist nicht zu empfehlen. Das reicht überhaupt. Fazit von dir, Christian? Wie meine Jungfrau, es war schön, aber es hat ein bisschen wehgetan. Ein vernünftiges Fazit von unserem Mentalisten. Das kennt man ja von mir. Schweden ist ein tolles Land und ich komme auf jeden Fall wieder. Super. Danke. Ja. Ich verkneife mein Fazit und sage an der Stelle, nach dem vierten Tag Schweden, Schoki Banoki Special. Kleiner, komm mal ins Cheerio, Miss Sophie. Gute. Wir sehen uns dann demnächst bei irgendeiner Gelegenheit. Servus, Grütze und Hallo aus Schweden. Meine Fresse, was fehlst du uns nicht hier? Das nächste Mal, wenn wir wegreisen, sag mir Bescheid, dass du nicht mitkommen willst, dann habe ich kein schlechtes Gewissen. Auf jeden Fall wollten wir uns die Chance nicht entgehen lassen, dir einfach mal alles Gute zum Geburtstag nachträglich zu wünschen. Denn wir wissen ja, dass du in der letzten 12 Monate Geburtstag hattest. Und genau, halt die Ohren steif, bleib weiter, wie du bist und wie ich dich gerne hätte und gib Gas. Wir freuen uns, dir heute diese Nachricht schicken zu können. Wir haben uns stundenlang überlegt, wie wir dir eine Freude machen können, dieses Video zu zeichnen aus der tiefsten Tiefe unseres Herzens. Ja, soll ich was so viel zeigen, um zu zeigen, wie sehr wir dich mögen und vermissen. Das nächste Mal bist du dabei, mein ist Freund, Freundin. Ja. Wer auch immer du bist. Genau. Ja, jetzt bist du. Ja, es ist so klasse. Ich konnte heute Nacht kaum schlafen, weil ich wusste natürlich, dass wir dir heute Morgen eine Botschaft übermitteln. Und ich vermisse dich auch sehr. Wir haben es auch schon lange nicht mehr gesehen. Und obwohl ich gar nicht weiß, wer du bist. Ne? Ja. 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 Das Spiel lautete hier, ich schicke eine Nachricht an, wen schicke ich dir eigentlich? Und Till aus Till und sein Vlog. Hey. Till Milf bekommt jetzt die Nachricht von uns gesendet. Till Milf! Genau. Till Milf! Der weltbekannte Till Milf bekommt jetzt diese Nachricht. Aus Schweden. Cheerio, Miss Sophie. Sikowski. Wir sehen uns beim nächsten Sportblock, hätte ich fast gesagt.